Assalamu alaikum, ist mi Herr Schrenner und ich kann nicht von mir behaupten, dass ich mir dieser Kurs so mehr Eloquenz erholfen hat. Als ich Mitte Januar in der Stadtbibliothek war, kam ich auf die Idee, mir ein arabisches Lehrbuch auszuliehen und war erst einmal von der Größe des Angebots erschlagen. Insofern meine Wahl für das erste auf den Powersprachkurs Arabisch für Anfänger von Pons. Ja, der auf das Niveau A2 ausgelegt ist und auch verspricht. Wenn Sie wollen, können Sie mit diesem Intensivkurs nach 4 Wochen schon richtig mitreden. Da 4 Wochen auch gleichzeitig der Leihfrist des Buches entspricht, wenn ich es nicht verlängere, dachte mir, okay, probiere ich es aus und ziehe den kompletten Kurs in 4 Wochen durch. Und dazu kann ich nur sagen, tu das bloß nicht. Das war nämlich ein ziemlicher Stress, den ich mir damit angetan habe. So, und es ist auch jetzt ein Monat nach Abschluss des Kurses auch nicht gerade wirklich viel hängen geblieben. Und ja, so wie ich den von Mitte Januar bis Mitte Februar diesen Kurs wirklich jeden Tag durchgezogen habe, hat das zum Teil schon einiges an geistigen Kapazitäten erfordert. Ja, für den Rest des Videos will ich aber mich bemühen, dass dieses stark gehetzt wirkende Arbeitstempo nicht zu sehr meine Bewertung dieses Buches mit einfließt, sondern stattdessen werde ich auf Kriterien achten, bei denen zeitliche Dauer, an der man in diesem Buch sitzt, jetzt nicht wirklich so von Bedeutung ist. Ja, was lässt sich über den Aufbau des Buches sagen? Im Grunde genommen besteht das Lehrbuch aus 11 Lektionen mit einer CD, auf der auch verschiedene Tonaufnahmen enthalten sind. Die erste Lektion, die Lektion 0, ist ein 10-seitiges Schrifttraining mit einer Übersicht des kompletten arabischen Alphabets und dazugehörigen Übungen. Danach folgen 10 Lektionen auf 8 Seiten, also 4 Doppelseiten, mit einem deutlichen Schwerpunkt auf dem Lösen von Übungen. Jeder dieser Doppelseiten ist eine Kategorie zugeordnet, und zwar immer in der Reihenfolge Hörverständnis, Schriftverständnis, Schreiben und Gespräche mit Alltagssituationen. Ja, das Schrifttraining, das fand ich großteils gut. Die Schrift wird auch schön anschaulich und übersichtlich erklärt. Es liegt eine Tabelle bei, die auch später behilflich sein kann, wenn man Buchstaben nachschauen will, die nicht so sitzen, oder wenn es um die exakte Aussprache geht, oder auch um die Schreibweise der Buchstaben, denn je nachdem, welche Position des Wortes man ist, also Anfang, Mitte, am Ende und so weiter, können die arabischen Buchstaben zum Teil schon äußerlich stark voneinander abweichen. Jedoch hat das Schrifttraining ein großes Manko. Ja, und zwar wird dort mit keinem Wort erklärt, wie man eigentlich die Buchstaben genau von Hand zeichnet. Also bei manchen Buchstaben mag es vielleicht keine Mühe erfordern, so sich die richtige Strichreihenfolge zu erschließen, oder man kann die Buchstaben einfach so aufs Geratewohl abzeichnen. Bei anderen Buchstaben finde ich es deutlich schwerer, wie zum Beispiel dem Zad mit seinen Varianten, also mit der Aussprache von diesen emphatischen Konstanten tue ich mich immer noch sehr schwer, dem Fa und Ein, wie sie im Wortinneren aussehen, oder bei den Buchstaben Ta, Mim und Ha tue ich mich generell schwer, mir da zu schließen, okay, wie genau schreibt man das eigentlich so richtig? Also ja, wenn du wirklich richtig von Hand Arabisch schreiben willst, wie die Übung ist auf einem Verlangen, bist du da ohne externe Quellen ziemlich aufgeschmissen. Also das Fehlen einer Schreibanleitung zu den Buchstaben ist meines Erachtens schon eines der größten Versäumnisse dieses Lehrbuchs. Ja, was mir bei den Übungen selbst noch aufgefallen ist, so verschiedene Punkte. Erstens, man ist dort zu lange von der lateinischen Schrift abhängig. Also zwar wird man da schrittweise immer weiter auf bei den Übungssätzen und den Schreibübungen und so weiter auch immer weiter auf die arabische Schrift hingelenkt, und ab der Lektion 6 wird sogar komplett auf die Umschrift verzichtet. Jedoch wäre es meines Erachtens notwendig gewesen, schon deutlich früher als ab Lektion 2 oder 3 komplett auf die Umschrift zu verzichten und nicht erst in der zweiten Hälfte des Buches. Zweitens, die Schwierigkeit einzelner Übungen hat schon sehr stark geschwankt. Und in der Folge war für mich auch immer so die zeitliche Dauer der täglichen Sitzung und auch der geistige Aufwand, den ich leisten musste, immer ziemlich unvorhersehbar.
So kann es vorkommen, dass in manchen Übungen, ja, man dort, in manchen Übungen dort einen arabischen Text sich das so schön die einen aufmerksamen Zuhören oder lesen muss, um dann die Informationen so auf, sich aufzunehmen, zu verarbeiten und dann, um dann so darauf Fragen zu beantworten, bei denen man auch noch eventuell sich da so die eigenen Sätze formuliert. Und dann mal wieder eine Übung, bei der man einfach so einen Text bekommt, dann heißt, ja, hier, lies mal. Mal werden auch komplexe Beschreibungen gefordert bei den Schreibübungen. Und mal gibt es einfach nur einfache Lückentexten, bei denen du die richtige Verbform oder so eigentlich einfügen musst. Ja, die Übung 3 in Lektion 7 war die meines Erachtens schwierigste Übung. Und zwar sollte man sich dort eine Tonaufnahme anhören, ohne dass der Text auch zum Vergleich abgedruckt war, wie es bei manchen Übungen der Fall ist. Und zwar handelt es sich bei einer Wegbeschreibung, dann sollte man dort in eigenen Worten wiedergeben, wohin der Mann aus der Erzählung geht. Und das ist ein, ja, was das Aufnehmen von Informationen, das Verfassen von eigenen Texten betrifft, war das ein Kompetenzniveau, das dann nirgendwo sonst in dem Buch gefragt war. Ein dritter Kritikpunkt war, mit welchem Ungleichgewicht dort grammatische Themen behandelt wurden, dass auch manche wirklich nur sehr knapp und sehr beiläufig angerissen wurden, wie bei dem Dual, also dem Numerus zwischen Singular und Plural, der eine Zweizahl von etwas ausdrückt, was eben in indogermanischen Sprachen eher ein seltenes Phänomen ist, weil schon vor Jahrtausenden ausgestorben. Das wird dort eher ja, ziemlich nachlässig behandelt. Und der letzte Kritikpunkt war das Nachschlagen von Vokabeln, wenn ich sie nicht kannte, im Register hinten im Buch, zum Teil ziemlich frustrierend. Und das meine ich nicht nur wegen irgendwelcher Verbform, bei der man, ich mir jetzt auch so die Zitierform erschließen muss. Nein, ich hatte generell den Eindruck, dass das Register manchmal da schon ziemlich lückenhaft war. Und ich dann die gesuchte Vokabel partout nicht gefunden habe. Sei es in der lektionseigenen Vokabelliste, dem Register Arabisch-Deutsch oder dem Deutsch-Arabisch. Ein Beispiel, das mir da besonders in Erinnerung geblieben ist, war diese Vokabel hier. Ich habe sie nirgendwo im Register gefunden und das, obwohl das Wort mehrmals im Lehrbuch vorkommt und so in der Übung 11 von Lektion 8 sogar in einem Lückentext eingesetzt werden muss. Also von dem her wäre es schon vorteilhaft zu wissen, was es überhaupt bedeutet. Wie bin ich also vorgegangen, um mir das Wort ohne externe Quellen zu erschließen? Und ich bin zu Übung 1 von Lektion 8 gegangen, wo das war ein Text mit einer Tonaufnahme, der auch gleichzeitig aber auch abgedruckt war, in der diese Vokabel vorkam. Dann bin ich zum Audiotextverzeichnis dieses Textes gegangen, denn dort, ja, in diesem Verzeichnis sind die ganzen Texte aus den Tonaufnahmen mit lateinischer Umschrift und Übersetzung abgedruckt. Ja, bei der Übersetzung habe ich dann gesehen, dass so das Wort Nisfkilu mit halbes Kilo übersetzt wurde. Ja, Kilo, das ist auf der einen Seite ein leicht erkennbares Lehnwort und so, anderen ist das auch im Register enthalten. Und so konnte ich mir dann schließen, dass ja, Nisf so viel wie halb oder Hälfte bedeutet, wie dann auch extern bestätigt wurde. Jedoch kann ich auch sagen, selbst Einträge wie halb oder Hälfte sind auch im deutsch-arabischen Teil des Registers nicht drin. Also dieser Mehraufwand, den ich für diese Vokabel hatte, der war zwar pädagogisch schon recht sinnvoll, weil ich es mir geschafft habe, diese Vokabel so einzuprägen, aber zum Nachschlagen eines Registers für ein Lehrbuch ist das jetzt nicht gerade zielführend. Das waren so die negativen Sachen, aber positiv hatte ich auch durchaus von diesen Faktoren abgesehen auch schon meinen Spaß mit dem Lehrbuch. Also ich fand es schon mal interessant, mir so einen Zugang zur arabischen Sprache zu erschließen. Es waren auch genug einfache Übungen da und zum Glück war natürlich dieses Problem mit dem Register jetzt eher so die Ausnahme als die Regel. Also als Fazit lässt sich sagen, also von dem im Klappentext erwähnten Versprechen, man könnte jetzt innerhalb von 4 Wochen richtig mitreden, ist das Buch meilenweit entfernt. Aber es ist insgesamt doch ein ja, passabler Einstieg in die Schrift, Vokabular und Grammatik. Aber ich würde ja dazu raten, dass ja, so als Einstieg zu verwenden, um dann auf den dort, damit dann bei einem anderen Lehrbuch dann die ganzen dort behandelten Details jetzt nicht komplett unbekannt vorkommen.